Sieht aber cool aus. Oder ist besser, stärker. Ich weiß nicht, mit dem muss ich nachher mal testen. Mach aber jetzt erstmal den. Schau du bei dir. Geh mal da rein. Ganz runter. Nein, nein, ganz runter. Nein, Schwertschatz. Da, das Ding. Auf jeden Fall 400 Stärke, Schatz, plus. Jetzt sind wir gleich, endlich. Schau mal, ob du noch da was hast. Bei welchen? Da. Geh mal runter. Nee. Schau mal, was du hast noch ein paar Sachen bekommen gehabt. Schau mal, was du alles bekommen hast. Okay, nee. Hose. Vergleich mal. Nimm das. Weiter. Schuhe. Schild. Kannst nicht nehmen. Weil diese Waffe für zwei Hände ist. Geh mal hoch. Eins runter. Runter. Hoch. Ah, ne. Rüstung. Links. Handschuhe. Okay, das war's. Ich muss mal diese Waffe hier testen, die hier. Wie die ist. Wir brauchen noch einen Gegner. Gegner, ich krieg einen Gegner, okay? Ja, wenn die nächste Gegnerwelle kommt, einmal ich, einmal du. So, hier werden wir wahrscheinlich keine Gegner finden. Hey Leute, wo seid ihr? Ein einziges. Bitte. Kann nicht laufen. Schatz. Ich kann nicht laufen. Schatz. Ja, Mann. Wir waren's. Wir haben euch alle gerettet. Ja, Autogramme, bitteschön, bitteschön. Du auch, komm. Du auch. Was? Wo muss man hin? Ins versteckte Lager. Wir brauchen irgendwo einen Teleporter. Nee. Sag mal. Wo gibt's den Teleporter hier? Oder wo geht's zum Lager? Ja, hier. Neue Waren, seht sie euch an. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Willst du auch verkaufen? Bei dir? Mhm. Reparieren auch. Alles? Mhm.
Seid euch hierüber im Klaren. Leben und mein Eigenfleisch und Blut, meine Tochter gegeben, damit ich Belial und Asmodan jagen konnte. Stellt niemals meine Hingabe in Frage. Ich habe mehr gegeben als irgendjemand sonst. Und bevor das Ende kommt, will ich noch viel mehr geben. Ah ja. Es wird gefährlich sein, den schwarzen Seelenstein zu beherrschen. Werdet ihr Hilfe brauchen? Oh, ich würde ihn nicht benutzen. Nur Lea kann ihn handhaben. Natürlich unter meiner Anleitung. Ihre Macht ist bei weitem größer als meine. Und das wird unseren Erfolg sichern. Okay. Als ich noch in Tristram lebte, erzählte mir Deckard Cain von einem schwarzen Seelenstein, den ein abtrünniger Horadrim erschaffen hatte. Zu diesem Zeitpunkt habe ich mir nichts weiter dabei gedacht. Aber später wurde mir seine wahre Bedeutung klar. Ich wusste, dass die Essenzen der fünf getöteten Herrscher der Höllen noch in unserer Welt existierten. Deshalb habe ich die letzten 20 Jahre damit verbracht, sie zu finden. Und sie darauf vorzubereiten, in den Stein gezogen zu werden, wenn er vollendet werden würde. Vollendet? Kull wurde bei seinem ersten Versuch unterbrochen. Nun, da der Seelenstein endlich zusammengefügt ist, wurden die Herrscher der Höllen darin eingeschlossen. Nur noch der. Kommen eure Erinnerungen langsam zurück? Ja, dunkel. Meine Schwestern und ich waren einst Dienerinnen im Haus eines großen Fürsten der Westjarei. Und er hat euch beigebracht, Magie zu beherrschen? Nein. Ich hatte angefangen, aus Neugier seine Zauberbücher zu lesen und meinen Schwestern Magie beizubringen. Eigentlich nur einfache Tricks. Eine Zeit lang war das unterhaltsam. Aber dann habe ich erfahren, dass er angefangen hatte, Dämonen zu beschwören. Heute ist ein guter Tag. Ihr habt dieses Land befreit und einen Herrscher der Hölle in die Knie gezwungen. Genießt diesen Moment, denn morgen geht der Kampf weiter. Keine Zeit, sich auszuruhen. Asmodan plant schon jetzt unsere Vernichtung. Der Herr der Sünde ist ein hinterlistiger Taktiker. Er wird uns dort angreifen, wo er glaubt, dass wir es am wenigsten erwarten. Und da, wo eine Niederlage unseren Willen brechen würde. Du lernst schnell, Lea. Du musst jetzt in die große Bibliothek von Caldeum gehen und die Arbeit deines Onkels fortsetzen. Okay. Ich kann jederzeit aufbrechen. Lasst es mich wissen, sobald ihr bereit seid. Akt 3 kommt. Toll! Voll die Begeisterung. Morgen werde ich mich noch mehr begeistern. Aber für heute reicht's. Schauen wir uns nur an, wohin und wie die zwei neuen Waffen sind. Was denkst du, was für eine Gegend wird sein? Vielleicht Eis? Mittelalter. Oder? Oder Wald. Keine Ahnung. Das alles einfach nicht verstehen. Was entgeht mir, Onkel? Was ist es, das ich sehen sollte? Oh
Ja. Meine Diener werden den Stein finden, wo auch immer du ihn versteckst. Dann endlich werde ich Asmodan herrschen, als das oberste Übel. Geht es euch gut? Sprecht mit mir, Kind. Ariad, die Dämoneninvasion kommt vom Ariad. Wie gesagt, wenn die den Part so machen können, dann hätten die den Spiel schon längst so machen können. Aber die haben es nicht gemacht. Nein, das geht nicht. Warum? Da müssen sie, das ist gerendert. Das ist schon vorgerechnet, dass das mal klappt, da fehlt schon noch. All und sein Lügen befreit. Doch Asmodan verbleibt. Und seine Armeen lauern im Ariad-Krater. Nur die uralte Bastion steht seinem Vormarsch im Weg. Ich werde nicht zulassen, dass diese mächtige Festung fällt. Was habe ich gesagt? Eis. Die Verteidigung der Bastion wird durchbrochen werden. Die Soldaten sind versprengt und fliehen vor Asmodans Horden, die sich aus dem Ariad-Krater ergießen. Und wenn die Bastion fällt, wird Asmodan den schwarzen Seelenstein an sich nehmen. Wenn das geschieht, ist diese Welt verloren. Die Bastion wird standhalten. Ich muss die Verteidiger versammeln. Entzündet die Signalfeuer und zeigt diesen Soldaten, dass wir noch nicht besiegt sind. Die Rettung ist da. Geht. Ihr werdet dort unten gebraucht. Ja. Ja. Ja, warte mal. Wie? Da ist jetzt ein Teleporter oder was? Nee, das Teil wäre. Ja. Für den Arsch. Der schwarze Seelenstein wird wärmer. Er begehrt auf. Er widersetzt sich. Sie flüstern mir aus dem Inneren zu. Die Dämonen im Inneren versuchen zu entkommen. Allein deine Kraft kann den Stein zusammenhalten, meine Tochter. Es ist eine schwere Bürde, aber das Schicksal der Welt liegt in deinen Händen.